So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Resident Evil 2 Replay. Ganz genau, mit der guten Claire Szenario A. Diesmal habe ich es richtig gesagt, nicht wie im letzten Part. Auf jeden Fall waren wir hier stehen geblieben und wir sind hier in einer Bibliothek gelandet. Keines dieser Bücher scheint mir hilfreich. Okay. Ja, überall dasselbe, ne? Lange Rede, kurzer Sinn, so nach dem Motto. Und hier haben wir noch etwas. Werden wir hier ein paar Informationen bekommen? Scheinbar nicht. Ich gucke mich gerne hier um, einfach nur aus dem Grund, weil hier so ein paar Sachen sind, wo ich nicht so oft immer war. Firmendaten in erster Linie von Umbrella Inc. Ja, nicht hilfreich. Viele dieser Bücher sind über Forschungsmethoden. Das ist schon komisch, ne? Wobei, ja, Forschungsmethoden, wenn sie von Umbrella sind, ne? Aber wenn das schon gesagt wurde... Wir haben hier ein rotes oder rote Kräuter. Die nehme ich aber später mit. Das hat schon seinen Sinn, seine Gründe, wie auch immer. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Denn wir wollen etwas machen und zwar ein Rätsel lösen. Ihr habt ja gerade unten diese Regale gesehen. Die sehen ja schon ein bisschen komisch aus. Viele Bücher auf diesen, aus diesem Regal behandelt das Thema Chemie, okay? Ja, hier findet man auch, glaube ich, gar nichts. Ich kann ja mal gucken, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, das geht euch eher auf den Sack, oder? Aber es ist wichtig, Leute, zum Überleben. Was? Keines dieser Bücher scheint mir hilfreich. Naja, ich weiß. Und upsala, wir sind gestürzt. Aber das Ganze hat seinen Sinn, weil sonst wären wir hier nicht hingekommen. Das heißt, es ist Schicksal. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Aber... Wir gucken uns das jetzt mal hier an. Eine Bronzeplatte mit einem Bild darauf. Ja, ihr seht es. Seht ihr diese Pfeile da oben, die so blau, gelb oder orange leuchten? Die brauchen wir. Im Großen und Ganzen kann ich das eigentlich auswendig. Der Stromschalter für das Regal. Wollen Sie den Schalter benutzen? Ja. So, dann wollen wir jetzt mal gucken, ne? Also, ihr habt ja gesehen, es dreht sich darum... Dass wir die ganzen Sachen so ein bisschen mehr hierhin rücken. Und ich meine, das war auch schon das Rätsels Lösung. Wir können nämlich aussuchen, ob wir nach links oder nach rechts bewegen. Und ihr müsst die zwei Sachen einfach nur nach rechts bewegen. Und dann habt ihr das Rätsel gelöst. Damals saß ich da schon ein bisschen länger, wo ich kleiner war. Und da haben wir schon etwas. Und zwar den Schlangenstein. Ganz genau, den Schlangenstein, den brauchen wir später. Um zu fliehen. Ich weiß, das klingt komisch, aber... Es ist wirklich so, es sind wichtige Sachen, die wir brauchen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal diesen Weg lang. Oder entlang. Ich frage mich, warum ich so blöde war und das Farbband mitgenommen habe. Aber ich weiß, dass wir es jetzt gleich nicht mehr haben oder beziehungsweise brauchen. Also, shit happens, ne, würde ich mal sagen. So, momentan lief noch alles gut. Ihr seht jetzt, wo wir uns gerade befinden. Und zwar auf der ersten Etage. Das kann man sich natürlich auch schon denken, ne? Wenn man da die Treppen hochgegangen ist und so weiter, aber... Okay, der ist tot. Der hatte nämlich einen kritischen Treffer, beziehungsweise er hat ein Geräusch von sich gegeben, das sagt uns, er ist tot. Ich weiß gar nicht, ist er wirklich tot? Ja, du bist tot. So, jetzt gucke ich mal, ob ich den treffe. Ja, ich treffe ihn, man sieht es. Das ist schon ein bisschen cool. Ja, komm. Ich will nämlich sehen, ob der eine Lache hat oder nicht. Komm her. Ja, der müsste jetzt tot sein. Ich fand es allgemein. Die Zombies waren irgendwie cooler, wenn sie so aussahen wie diese Polizisten. So diese normalen Zombies irgendwie, die fand ich nie so cool. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es so ein bisschen der Hass auf die Polizei. Nein, Spaß, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Da ist schon irgendwie was anderes. Dieser Saal kommt mir auch vor wie so eine Art Kirche, so eine Art Kathedrale, ne? Aber ich finde es verdammt geil. Also das Polizeipräsidium haben die richtig, richtig gut hinbekommen. Auch die Atmosphäre, alles. Ich meine, hier lebt noch ein Zombie. Ich habe ihn gerade noch torkeln gehört. Hier die Feuerleiter können wir jetzt, glaube ich, runterlassen, ne? Eine Notleiter. Wollen Sie den Knopf drücken? Ja. Also ich finde, die Leiter ist jetzt so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Okay, wenn man von unten nach oben will. Dafür ist sie vielleicht ganz gut. Aber man hätte ja auch so runterspringen können. Ja, ich höre noch etwas. Der hat sich ja ganz schön beeilt. Komm her. Ich will dich über den Haufen schießen. Ich habe ja eh nichts Besseres zu tun.
Oh, dieses Gefühl, Leute. Mit der Vibration, wenn man schießt. Und du lebst noch, ne? Ja, das war ja klar. Ich weiß gar nicht mehr, was eigentlich die Schwachstelle von den Zombies war. Eigentlich so der Kopf, ne? Aber wenn man, glaube ich, den Rücken auch dementsprechend trifft... Alter, ich wusste es. Ich habe da nämlich kein grünes Blut gesehen. Du Pisser. Da erschreckt er mich. So, immer schön nachladen. Nie vergessen. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, bei der Karte, nein, bei den Daten. Oh, wir haben schon reichlich an Daten gesammelt. Den blauen Ordner haben wir ja schon fast voll. Oh. Aber ich glaube, die anderen werden wir nicht voll kriegen. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt voll bekommen konnte. Ob es da nur eine gewisse Anzahl an Daten gab. Bin ich mir jetzt gerade nicht so im Klaren, aber... Naja, man kann nicht alles haben im Leben. So, hier haben wir auch wieder eine Truhe. Das heißt, ich kann mein Farbband erstmal ablegen. Beziehungsweise, Moment. Moment, Moment. Gab es hier noch was Farbband? Weiß ich gar nicht. Tagebuch der Sekretärin A. 6. April. Ich habe heute aus Versehen eine der Steinstatuen im Obergeschoss bewegt. Als ich mich dagegen gelehnt habe, als der Chef das rausgekriegt hat, war er stinkwütend. Nicht stinksauer, stinkwütend, okay. Ich schwöre, ich schwöre, er hat mir fast den Kopf abgerissen und mich angebrüllt, die Statuen bloß nie wieder anzurühren. Wenn die Dinger so wichtig sind, sollte er sie vielleicht nicht in aller Öffentlichkeit rumstehen lassen. 7. April, ich habe gehört, die ganzen Kunstgegenstände aus der Sammlung des Chefs sollen seltene Sammlerstücke sein, die Wirkung 100.000 von Dollar wert sind. Ne, die wirklich. Die wirklich Hunderttausende von Dollar wert sind. Ich dachte schon Wirkung. Ich weiß nicht, was für mich das größere Rätsel ist. Wo er diese ganzen hässlichen Dinger findet oder wo er das Geld hernimmt, um sich zu leisten. Boah. Leute, das ist schon der 4. Part hintereinander. Tut mir leid, wenn ich mich jetzt gerade so verlese. 10. Mai. Es hat mich nicht überrascht, als der Chef heute mit noch einem großen Bilderrahmen in der Hand ankam. Diesmal war es ein wirklich scheußliches Gemälde von einer nackten Person, die gehängt wird. Mich schauderte es bei dem Gesichtsausdruck des Chefs, mit dem er das Bild anstarrte. Ich verstehe nicht, wie jemand so etwas als Kunst betrachten kann. Wahrscheinlich, weil er wirklich vergewaltigt hat in seiner Vergangenheit, beziehungsweise in seiner Laufbahn. Keine Ahnung. Würde Sinn machen, ne? Und dass er dann die Opfer getötet hat, beziehungsweise... Ja, anders kann man sich das doch jetzt nicht irgendwie vorstellen, oder? Denkt ihr auch daran oder nicht? Sonst wird er das doch nicht so angucken. Es sei denn, es hatte was mit einem Zombie zu tun oder so. Dass es ein Zombie darstellen sollte, der da abgebildet ist. Ich habe keine Ahnung. So, wir haben die Kurbel. Die benötigen wir jetzt gerade nicht. Nein, die brauchen wir jetzt gerade nicht. Den Stein brauchen wir auch erstmal nicht. Die Munition auch nicht. Die ist viel zu kostbar. Glaubt mir, die werden wir erst gegen Ende, glaube ich, benutzen. Oder gegen irgendwelche heftigen Gegner. So, das werde ich jetzt schon mal so machen. Wobei, das könnte ich... nee. Doch, ich lasse es einfach so. Ich sollte mich nicht zu lange daran aufhalten, ne? Das ist ein bisschen blöd. Und wir haben das Feuerzeug erhalten. Ja, Leute, das Feuerzeug. Da fällt mir ein, wir müssen sowieso nochmal zurück. Ja, ich muss jetzt gerade überlegen. Was wird mein nächster Schritt sein? Haben wir genügend Platz? Ich bin mir sicher, das Feuerzeug sollte ich erstmal hier lassen. Dazu kommen wir später. So, denn sonst haben wir nachher nicht genügend Platz und das macht mir ein bisschen Angst. Dass ich den Weg nochmal gehen müsste und das ist echt ätzend. Dann lieber ein bisschen Platz schaffend. So, hier hört man so leises Feuer rauschen, beziehungsweise irgendwas brennen. Ja, komm. Ja, komm. Ja, fein. Feiner Zombie. Fein. Jetzt macht er Platz. Nee, der spielt toten Zombie. Haha, welch Ironie. Er spielt toten Zombie. Ich weiß. So, der ist wenigstens schon mal Geschichte. Hier gibt's noch einen. Aber der burnt. Wenn ich Pech habe, kriegt der mich sogar.
Oder auch nicht. Weil die machen mehr Schaden, weil wir brennen dann und dann, natürlich macht das mehr Schaden, ne? Das darf man nicht vergessen. Ihr könnt euch den Zombie jetzt nochmal ein bisschen angucken, wenn ihr wollt. Komm her. Und da liegt er. Ich glaube, der ist tot. Ich muss sagen, in dem Remake vom ersten Teil und ich glaube bei Code Veronica X, ja, und bei Resident Evil Zero, da konnte man einfach, wenn man zum Beispiel, ich erkläre euch das mal kurz, wenn ihr hier so rauskommt, ne, und der Zombie ist jetzt hier links, wo sie hinguckt, musste ich nur zielen drücken und dann zielt man automatisch auf den Zombie. Entweder hatte das seinen Sinn, weil dementsprechend manchmal die Gegner wirklich ziemlich schnell auf einen zukamen, oder es soll einfach nur zur Hilfe dienen, damit man besser zielt, weil man aus der Kameraperspektive die Gegner nicht so wirklich gut erkennen kann. Schreibt es mir mal in die Kommis, was ihr dazu haltet oder was ihr dazu empfindet, wie auch immer. Sie haben das Schloss geöffnet. Das ist schon mal sehr viel wert. Ihr werdet auch noch sehen, warum. Ich versuche hier durchzukommen. Er ist zu Tode gepickt worden, ja, durch die Krähen. Durch die Raben, wir müssen aufpassen. Die können uns nämlich noch gefährlich werden, beziehungsweise die können uns gefährlich werden. Das war knapp. Weil wenn ihr es nicht schafft, vorher in die Tür reinzukommen, dann picken die euch. Okay, ihr werdet nicht direkt sterben, aber es sind so viele, ihr werdet so viel Schaden nehmen. So, genau, stimmt. Das war ja der Helikopter. Das mit dem Helikopter, das werdet ihr erst erfahren, wenn ihr Szenario B seht. Das ist zum Beispiel eines dieser Unterschiede. Das finde ich auch cool. Ihr werdet noch sehen, was ich damit meine. Es ist auf jeden Fall, es ist spannend, es ist cool. Ich wusste es damals nicht. Ich hatte nur die erste CD, genau. Das kann ich euch ja auch nochmal am Rande erzählen. Ich hatte die erste CD, ne? Und es gab ja zwei CDs. Auf dem GameCube ist es nur eine. Da passen natürlich zwei Geschichten drauf. Und bei dem, bei der PlayStation 1 nicht. Aber hier geht das. Deswegen brauche ich hier nur eine Disc, das finde ich sehr cool. Aber auf der PS1 hatte ich da nur die Geschichte von Leon. Und ich denke mir so, hä, warum steht da mal Szenario B und mit Claire und wie kann ich das spielen? Mir fehlte nämlich die zweite CD. So, wir hatten das Spiel nicht original, das muss ich zugeben, ne? Aber das Krasse war, ein anderer Freund von meinem Bruder hatte die zweite Disc, aber der hatte die erste nicht. Natürlich ist es egal gewesen, weil man konnte entweder mit Claire anfangen oder man konnte mit Leon. Das heißt, egal welche Disc man hatte, man konnte damit spielen. Und dadurch war es mir erst möglich, dann auch Claires Geschichte zu spielen und habe herausgefunden, dass man die andere Seite der Medaille auch mal kennenlernt. Das war so... Oh, Leute, ich kann es nicht beschreiben. Es war, als wenn man Resident Evil 2 nochmal neu erleben durfte. Ja, ich weiß. Ich freue mich auch schon auf das Remake. Ich hoffe, die verkacken es nicht. Ich freue mich definitiv darauf. Also ich finde den ersten Teil und den ersten Teil haben sie ziemlich gut als Remake hinbekommen gehabt. Wenn sie den zweiten genauso machen, hoffe ich, dass sie den dritten genauso machen und Leute, dann ist es perfekt. Den zweiten werde ich definitiv auch nochmal machen, also das Remake, wenn es rauskommt. Sorry, ich hoffe, ihr habt das kleine Bäuerchen gerade nicht gehört. Nichts Besonderes. Scheint nicht oft benutzt worden zu sein, okay? Ist wahrscheinlich schon seit einiger Zeit kaputt. Ja, was will man machen, ne? Wenn es kaputt ist, dann ist es kaputt. Hier haben wir noch ein Farbband. Das soll ich definitiv mitnehmen. Ja, das nehme ich definitiv mit. Ich muss mal auf die Zeit achten. Wir haben noch Zeit. Und guck mal, was wir hier haben. Die Armbrust. Hier bekommt man sie regulär. Das heißt, sollte man das jetzt nicht geschnallt haben mit dem Besitzer des Ladens, also der Schusswaffen, dann bekommt ihr hier spätestens die Waffe. Ne? Dann wisst ihr Bescheid. Hier könnte ich jetzt speichern, tue ich aber nicht. Ich will euch nämlich etwas zeigen. Aber wir werden danach direkt abhauen. Ja, das sagt auch schon ganz klar aus. Hier geht es nicht weiter. Hier solltest du nicht entlang gehen. Weil, wenn wir die Tür nochmal anreden, also ansprechen, dann wird sie uns sagen, nein, es ist zu gefährlich, zu viele Zombies. Ihr müsst wissen, wenn wir im Szenario B spielen, kommen wir nämlich von hier raus, also rein, beziehungsweise. Und deswegen sieht man das auch mit dem Helikopter.
Das ist schon interessant, oder? Seid mal ehrlich. Ich muss euch da ein bisschen drauf bringen. So den Nervenkitzel, den Geschmack auf das Spiel. Nostalgie pur, Leute. Und deswegen bin ich ja auch da und ich habe da richtig Bock drauf. Deswegen ist es auch schon der vierte Part am Stück, den ich jetzt gerade aufnehme. Einfach nur, weil ich wirklich richtig Bock darauf habe. Deswegen, sorry, wenn ich mich da eben verlesen habe. Es war mir gerade wirklich ein bisschen unangenehm. Aber was soll's. So ist es nun mal. Vor allem, ich finde, das ist nicht so ausführlich sauber geschrieben. Man sieht es nicht direkt auf dem ersten Blick. Man kann es nicht so flüssig lesen, wie man es will. Kann auch sein, dass es nur an meinen Augen liegt. Vielleicht auch an euren. Keine Ahnung. So. Wir haben natürlich das Ventilgriff wieder erhalten. Das braucht man nämlich noch später. Ja, damals hätte ich das nicht gedacht, aber wir brauchen das noch. Und wir bekommen hier etwas. Und zwar Patronen, Leute. Das ist sehr wichtig. Der Hubschrauber ist nur noch ein Wrack. Sonst gibt es hier, glaube ich, gar nichts. Ich kann ja mal gucken. Ich bin mir aber sicher, dass das das Einzige war, was man hier bekam. Ja, wir haben das Feuer gelöscht. Wir können jetzt rein. Und da, wo es am Brennen war, ihr wisst Bescheid, wo die Zombies waren, da brennt es jetzt nicht mehr. Das heißt, wir können da durch. Und was uns da erwartet, das werden wir sehen. Aber erstmal gehen wir diesen Weg hier. Mit den ganzen Raben. Ja, ich weiß, er ist zu Tode gepickt. Die Raben, die verfolgen uns jetzt wenigstens nicht komplett instant. Deswegen ist es wirklich sinnvoll, einfach vor denen zu fliehen. Und dann kann man die ganze Zeit hin und her laufen, ohne schlechtes Gewissen zu haben, dass sie einen zu Tode picken könnten. So, da wir jetzt aber nicht mehr viel Platz haben und ich der Meinung bin, weil da unten ist es so ein bisschen blöd. Ich zeige euch das jetzt mal, warum. Denn hier gibt es noch ein paar Kräuter. Und diese Kräuter, wie ihr sehen könnt, können wir nicht alle mitnehmen. Deswegen habe ich auch das erste kombiniert. Ich kann euch mal erklären, was zwei grüne Kräuter bewirken. Das ist quasi, als wenn ihr zwei... Ja, wenn ihr euch zweimal heilt mit einem grünen Kraut. Könnte man damit vergleichen. Würde ich mal so sagen. Ich will jetzt aber trotzdem erstmal wieder hochgehen, weil mir fällt da etwas ein. Wir wollen nämlich erstmal zur Truhe und zu dem Ort, wo das Feuer gelöscht worden ist. Schließlich haben wir da hinten auch noch ein rotes Kraut. Das möchte ich gerne mitnehmen. Glaubt mir, nachher werde ich es bereuen, wenn ich es nicht getan hätte. Und deswegen werde ich das dann einfach tun. So, hier hört man zum Glück Gott sei Dank nichts. Soweit ich weiß, wenn man mit Leon hier hinkommt, in diesen Raum zum allerersten Mal, dann sind hier, glaube ich, anstatt die normalen Zombies, sind hier schon die Licker. Ja, Szenario B ist schon ein bisschen krasser und dann auch noch auf normal, also ich bitte euch. Da muss man schon aufpassen. So, ich werde jetzt die Sachen hier mal so ein bisschen verteilen, beziehungsweise das Ventilgriff, das brauchen wir erstmal eine ganz lange Zeit nicht mehr. Wir haben jetzt erstmal noch ein paar Farbbänder. Ich könnte jetzt eigentlich theoretisch schon speichern, aber das will ich mir lieber aufheben für das nächste Mal. Was? Alter. Wow. Nein. So. Wir haben schon 9 Stück. Das ist schon mal sehr gut. Ich will auch nicht zu oft speichern. Wer weiß, was für einen Rang wir bekommen werden. Würde mich definitiv freuen, wenn ich euch da was Positives zeigen könnte. Sagen wir es mal so. Wir haben zu viel Stuff dabei, Leute. Das irritiert mich, beziehungsweise es nervt. Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Soll ich die Granatwerfer behalten oder die Armbrust? Ja, komm, ein Granatwerfer. Der ist mir irgendwie lieber. So, was wir jetzt noch machen in der Zeit? Wir haben ja noch ein bisschen. Ich könnte jetzt eigentlich die Kräuter unten holen, ne? Ah, ich bin aber der Meinung, Moment. Ja, ich weiß, was ich mache. Ich hole mir das rote Kraut. Und weil ich es mir dann geholt habe, werde ich dann nochmal zurückgehen. Ist jetzt ein bisschen blöd. Ja, was heißt blöd? Ihr sollt ja mitbekommen, was der gute Mr. Jumper hier alles macht. Ich könnte das quasi schneiden, aber ihr kennt mich, ich bin faul. Nicht umsonst sind manche Parts ein bisschen Überlänge mäßig drauf. Aber das soll kein Hindernis sein. Ach ja. Ihr wollt ja die volle Horror-Jumper-Action hier haben.
Und hier hole ich mir jetzt das rote Kraut erstmal. Passiert es jetzt schon? Ich hoffe nicht. Ich habe nämlich keinen Bock, dass es jetzt schon passiert, das, was ich denke. Moment mal, ich weiß wieder, warum ich zurückgehen wollte. Das hat schon seinen Sinn, seinen Grund. Genau. Ich gehe jetzt... Nee, Moment mal. Ich gehe voll den Umweg. Nein, das will ich nicht. Ich will nicht den Umweg gehen. Aber es kann sein, dass ich jetzt was auslöse dadurch. Ich hoffe nicht. Bitte nicht. Kommt das erst später? Ich meine erst später. Ja, wie es aussieht, kommt es echt erst später. Gott sei Dank. Oh, Mann. Das ist immer so ein bisschen Adrenalin. Ihr werdet mich noch verstehen, warum ich jetzt gerade so ein bisschen Angst hatte. Das ist alles berechtigt. Natürlich. Sicherlich. So, wir wollen die Leiter runterklettern. Die benutzen wir jetzt auch mal. So, also. Wir wollen. Was wir wollen. Wir wollen ein Rätsel lösen. Aber nicht nur das Rätsel. Wir wollen auch das rote Kraut. Das rote Kraut habe ich doch jetzt gerade mitgenommen gehabt, oder? Jetzt sag mir, ich habe es oben vergessen. Ah, nee, ich hab's mit. Korrekt. Gott sei Dank. Da habe ich schon ein bisschen Panik geschoben, wenn ich ehrlich sein soll. So, Moment. Ich zeige euch, wie das aussieht. Natürlich wie das, als wenn das jetzt grün und grün wäre. Nur halt eine Mischung ist rot, ne? So, die lege ich jetzt mal ganz schön ab. Das können wir behalten, würde ich sagen. Oder wisst ihr was? Nee, ich nehme normales Kraut mit. Momentan ist es jetzt nicht so in diesem kritischen Zustand, wo ich sage, nee, das würde nicht reichen. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommis schreiben, was euer Lieblingsteil von Resident Evil ist oder war. Ich wollte nochmal erwähnen, ich mache ja die Replays, das heißt, den ersten Teil werde ich, ja, ob ich den ersten Teil nochmal in dieser Quali machen werde, weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich überlegen. Ich kann euch aber sagen, dass ich den dritten Teil definitiv nochmal mache. Resident Evil Zero mache ich dann nochmal als Remaster, weil das ja jetzt rauskam. Resident Evil 2, das Remake, definitiv. Ja, und halt die Silent Hill, die ersten drei oder ersten zwei werde ich definitiv nochmal neu machen. Aber was noch? Ja, fällt mir jetzt gerade nicht ein und ich wäre gerade weitergelaufen. Das war ein bisschen blöd. Ich muss doch hier hin. Ihr denkt auch so, hä, was macht der da? Warum läuft er durch diese Räume? Der muss doch woanders hin. Nee, nee. Wir haben jetzt das Feuerzeug und ihr könnt euch bestimmt schon denken oder einige wissen es schon. Wir brauchen es hier, um den Kamin zu entzünden oder zu entfachen. Oder anzuzünden. Eher anzuzünden, ne? Oder sagt man entzünden? Ich glaube entzünden, ne? Es hat sich entzündet. Ja, doch, doch. Roter Edelstein, jetzt haben wir nämlich zwei und jetzt macht es auch Sinn, wo wir jetzt hin müssen. Wo wir das Feuer gelöscht haben. Ganz genau. Oh, ich könnte den ganzen Tag das jetzt aufnehmen, ne? An einem Stück. Hätte ich voll Bock drauf. Ohne Scheiß. So, jetzt lass mich mal kurz überlegen, welchen Weg ich am besten gehe. Ich glaube, ich nehme wieder diese Treppe, Leiter. Dementsprechend, glaube ich, wenn ihr die Leiter oder Treppe benutzt... Sagen wir mal Leiter. Kann, glaube ich, dieser eine Clip bzw. die Sequenz nicht erscheinen. Es sei denn, ihr wollt da noch was anderes machen. An der einen Stelle. Dann müsst ihr in diesen Raum und dann kann es sein, dass da was passiert. Aber im Großen und Ganzen kommt man eigentlich an diesen Räumen schon in der Regel dran vorbei. Ja, ich weiß, ich spanne euch gerade ein bisschen auf die Folter. Aber macht nichts. Ist nicht schlimm. So, ich glaube, das Feuerzeug... Brauchten wir das jetzt noch? Ich bin mir gerade so unsicher, ne? Ich le... Nee, scheiß drauf. Ich nehm's jetzt mit. Ja. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob da jetzt gleich etwas passiert, was da passieren wird. Oh Mann, ich spreche immer so in Rätseln, ne? Ja, ich merke das schon. Sorry an diejenigen, die das nicht verkraften können. So, ja. Es sieht so aus, als ob ich den Part beenden müsste, ne? Verdammt. Ich weiß, es regt mich gerade auch auf.
Ja, okay, Moment. Dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. Wir werden nämlich jetzt speichern gehen. Was ich die ganze Zeit schon immer noch nicht getan habe. Ich weiß nicht warum, ne? Ich vergesse das die ganze Zeit. Es ist ein bisschen doof. Aber das macht nichts. So, wir brauchen das Farbband, ne? Immer her damit. So, okay. Gut. Wollen wir mal speichern. Aber das werdet ihr jetzt nicht mehr sehen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Also dann, lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also dann, haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, Vibe Horror Time mit Mr. Horror Jumper. Auf Wiedersehen.